Ja, hallo Leute, hier wieder euer Tose mit Let's Play Skyrim die Unendliche. Wir sind hier bei dem Quest in höchster Not und wir haben jetzt einmal beide Seiten befragt, ja, und der Anführer behauptet, dass sie eigentlich nur vor Gericht gestellt werden soll und jetzt haben wir die Aufgabe, sie zu den Stellen zu locken in Weißlauf, bis auf, ja, wir werden auf dem Weg dorthin uns überlegen, was wir da machen, oder wir lassen den Quest ganz und gar fallen. Was ist denn da jetzt? Ah, da geht's wieder rauf. Ah, da haben wir das Zeug hier schon durchsucht. Aha, da war der Junge. Eisenpfeil nehmen wir. Wir haben die Jungs hier, glaube ich, auch noch nicht durchsucht. Und die Leichen sind, glaube ich, weg, oder was? Oder wie? Da ist er. Eisenpfeile, Dietrich, Gold und das war's dann auch schon. Viel mehr, glaube ich, gibt es hier auch nicht zu finden. Den hatten wir. Ja. Und dann verschwinden wir da mal raus. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die da jetzt die Wahrheit sagen oder auch nicht. Ich bin da echt im Zwiespalt. Wir reisen einfach mal nach Weißlauf. Ja? Dann können wir uns ja noch immer entscheiden. Wahrscheinlich können wir auch ihr die Wahrheit sagen, dann müssen wir wieder her und diesen Typen zerlegen. So, ja, Karte und Schnellreise. Weißlauf. Und schon sind wir dann hier. Eventuell können wir auch beides machen. Wir können sie hinlocken und den noch immer töten, oder wie? Ja, werden mal sehen. Ja, sie ist schon schnuckelig, ja. Ja, wie Männer halt sind dann, gell? Also man muss darauf auch achten. Ja. In meinem Alter ist man schon anfällig für solche Reize. Wahrscheinlich nicht in meinem Alter. Ja. So, und typisch Regen passt ja. Habt ihr euch versucht? Nein, noch nicht. Gehen wir mal in die Kaschemme und schauen mal, was da auf uns zukommt. Was macht ihr denn so? Die Kleine wird auch noch mal Popo-Klatsch bekommen von uns, denke ich. Die ärgert nämlich immer den kleinen Buben da, ja. Und das müssen wir auch mal unterbinden. So, die sind ja immer die gleichen zwei Stammgäste, drei Stammgäste. Wo ist denn sie jetzt? Ja. Mein liebster Saufkumpel. Mach mal ein wenig mehr. Da ist er ja. Gut, wo ist ihn jetzt? Wahrscheinlich oben in der Kaschemme, ne? In ihm Kämmerlein da, ja. So, gibt es Neuigkeiten von den Alikir? Reden wir mal. Ich konnte sie nicht alle bezwingen und sie kommen, um euch zu holen. Da gibt es keine Auswahlmöglichkeit, Leute. Dieses Lied hier ist besonders beliebt. Es ist eines der ersten Lieder, das ich gelernt habe. Okay. Was? Wie? Ich dachte, sie dürften nicht in die Stadt. Sie haben einen Weg hineingefunden. Wir müssen euch hier rausbringen. Aber wo soll ich denn hin? Ich kann doch nicht bis in alle Ewigkeit davonlaufen. Bei den Stellen erwartet euch ein Pferd. Ich sorge für eure Sicherheit. Nach all dem muss ich wieder meine Sachen zusammensuchen und fortgehen? Wenn ihr das wirklich für die einzige Möglichkeit haltet, dann vertraue ich euch. Lasst uns keine Zeit vergeuden. Bis zum nächsten Mal. Okay, jetzt muss ich mich aber sputen, glaube ich. Jetzt gehen wir schnell zu den Stellen und schauen, was da so abgeht. Vielleicht können wir das Schlimmste verhindern.
Ja, dunkel ist er schon und da raus. Aber nur rasch. Ja, eigentlich will ich sie ja gar nicht opfern. Aber eventuell haben die ja Recht behalten und sie gehört ja vor Gericht gestellt. Und da ja Tosita auch eine Frau ist, kann das ja nicht so schlimm sein, wenn sie Verrat begeht. Aber das ist nicht unbedingt die gerade Masche, die wir auf der Schiene, auf der wir fahren. So, die Stelle von Weißlauf. Ruckzuck darunter. Komm. Ja, und jetzt bist du auch schon außer Atem, das kann ja nicht sein. Ist das jetzt unser? Nein, das ist er nicht. Ja, Kimatu, hallo erstmal. Guten Morgen. Sie hat die Stadt an den Altmeri-Bund verkauft. Die anderen Adelshäuser entdeckten... Der Widerstand gegen den Bund ist in Hammerfell aktiv wie eh und je. Sie hat die Stadt an den Altmeri-Bund verkauft. Ohne ihren Verrat hätte Tarnet sich in diesem Krieg behaupten können. Noch jemand, der den Tod sucht. Okay, also wir haben sie jetzt bedient und ihn bedient. Was war denn das? Krummsäbel, den nehmen wir doch mit, ja. Rotwardonen. Alles, ja. Okay. Aber jetzt bin ich ja gespannt, was da jetzt... Doch, da hat sich wieder verändert, dieser Quest. Sprich mit Sadia. Okay. Ja, typische Mannesentscheidung, Leute. Stehlen tun wir nichts. Da drüben ist auch einer. Wir gehen jetzt zurück und sagen ihr Hallo, wir haben es doch gemacht. Und ja, Rosinante. Cool. Laufen wir schnell rein. Ja, irgendwie war ich damit nicht zufrieden. Ich habe gedacht, die kommt da raus und wir können dann einmal zuschauen, was da so passiert. Aber anscheinend haben wir uns schon wieder Freunde gemacht. Na komm her. Irgendwie kommt Tosita schnell außer Atem jetzt in letzter Zeit. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt so ist. Aber ja, egal. Ja. Die haben wir auch noch nicht gesehen, so. Die hat Beißwerkzeug wie Stiereier. Ich glaub's ja nicht. So. Kurz einmal drauf gelaufen wieder. Und überbringe mal die gute Kunde, ja? Im Zweifelsfall immer für die Frauen. Ja, Leute. Und wenn das nicht so ist, dann schickt die Partie ja natürlich noch andere hernach und dann passt das auch. So, komm du Nette. Natürlich, ja, nett. Ein wenig ein Bustier und schon ist es vorbei mit dem klaren Denken. Gibt es Neuigkeiten von den Alikir? Die Alikir werden euch kein Problem mehr bereiten. So, nun seid ihr in Sicherheit. Endlich. Ich kann in Frieden leben. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Ich kann euch nicht genug danken. Nehmt diese Belohnung. Als ich fortging, konnte ich etwas von meinem Reichtum aus Hammerfell hinausschmuggeln. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Für den Moment erhalte ich meine Tarnung hier aufrecht. Ihr seid mir in der beflaggten Meere immer willkommen.
500. Okay, abgeschlossen, ja. Und was gibt's? Kommt drauf an. Seid ihr durstig, hungrig? Beides? Ja, Mädel. Schau mir mal, was du da alles hast. Egal, Zutaten. Salz nehmen wir. Ja. Und du hast mir das verkauft. Wir sehen uns. Schauen wir noch einmal. Ja? Oh, das. Goldbeutel. Das werden wir nicht stehlen. Nun gut, Leute. Ah ja, wir haben wieder mal, glaube ich, als Mann versagt. Aber eine Frau gerettet, und das soll ja auch so sein. Zum Abschluss geben wir uns noch ein Ständchen ich von... Ich arbeite für Beletor im Gemischtwarenladen. Ja, nach Dienst sitzen die alle beisammen hier. Cool. Braucht ihr etwas? Eigentlich nicht. Ruft einfach, wenn ihr etwas trinken wollt. Ja, da ist es ja recht gemütlich. Ich muss eine hungrige Tochter ernähren. Also zählt für mich nur, dass ich meine Erzeugnisse verkaufe. Okay. Spiel uns was, komm. Kann ich denn was zahlen? Ich bin Barde von Beruf. Vielleicht habt ihr schon von mir gehört? Gewiss. Was kann ich für euch tun? Kennt ihr das Zeitalter der Aggression? Danach fragen nur Leute vom wahren Kaiservolk. Ja, und jetzt? Ich habe mir im Himmelsrand noch keinen besonderen Ruf gemacht, aber ich arbeite daran. Mit der Hilfe einer liebreizenden Dame nach der anderen. Zweifellos spricht man in ganz Syro die Il, wo ich zuletzt war, immer noch von Mikael und seinen schönen Liedern. Mir gefällt diese Arbeit ja ganz gut, aber ich bin reif für den Ruhestand. Ich trage mich mit dem Gedanken, die Schenke an Isolda zu verkaufen. Wie dem auch sei. Was braucht ihr? Ich brauche gar nichts. Ich will mich da nur hinsetzen. Ja, komm her, lass mich da. Darf ich gar nicht, kann ich gar nicht. Wieso ist denn das so jetzt? Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Eine Schande ist das. Okay, Leute, in dieser illustren Runde werde ich mich jetzt verabschieden. Die Wachen in dieser Stadt sind alle faul und undiszipliniert. Es muss sich etwas ändern. Ist okay, ja. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Und... Kommandant Kaius stolziert in Drachenfeste herum wie ein Gockel. Die Arbeit von dem Kerl könnte ich doch mit verbundenen Augen erledigen. Wir sehen uns beim nächsten Quest wieder. Euer Toso. Ciao. Hm?